Seid gegrüßt und willkommen zurück zum Baldur's Gate Let's Play. Wir sind hier gerade in Beerghost und sind hier gerade die lange Reise, haben unseren Leitfaden da geholt. Den haben wir noch hier, der ist noch nicht identifiziert, deswegen können wir ihn noch nicht benutzen. Aber wir können mal rasten und ich glaube, nach der Mine gibt es schon wieder so eine Spezialfähigkeit. Und unser Ruf, der ist ja jetzt über 10. Genau, der ist genau bei 10. Und dann sollte es eigentlich, irgendwie behilflich sein? Achso, ja. Genau. Und, ja, der ist hier über 10. Und dann sollten wir eigentlich so einen leichten Wundenheilen-Zauber bekommen. Und deswegen rasten wir jetzt einfach mal hier, ja, König natürlich, weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen Geld angesammelt. Genau. Da gibt es wieder so eine kleine Zwischensequenz. Und jetzt haben wir, genau, leichte Wunden heilen. Ja, also jetzt haben wir hier einmal so einen Schadenszauber. Und einen Heilzauber. So, dieser Offizier von gerade, der hat uns halt gebeten, hier mal nach so einer Räuberbande zu schauen. Und wenn wir den, wenn wir da Räuber-Skalps nehmen, dann können wir die dem bringen. Und dann, ja, kriegen wir da ein bisschen Gold. Jetzt haben wir ja erstmal noch den Hinweis gekriegt, dass diese Verstrickungen da von der Mine irgendwas zu tun haben mit so einem Magier, der sich hier aufhält, in dieser Taverne hier. Deswegen gehen wir da jetzt mal hoch und dann werden wir den da mal danach befragen, was der da vorhat. Beziehungsweise habe ich als Kämpfer ja mit dem Fragenstellen nicht so. Und deswegen werde ich den einfach, ja, bezaubern und angreifen. Oh. Gut, diesmal einen Rettungswurf geschafft. So, jetzt. Der hat natürlich so ein paar Sachen. Ich werde erstmal, dass er sich keine Rüstung zaubern kann, werde ich dem das mal hier verzaubern. Genau. Dass das einfach mal aus der Liste weg ist. So. Und dann werde ich mal ein bisschen gemein sein und seine eigenen Zauber gegen ihn selbst einsetzen. Achso, jetzt habe ich es verzaubert. Schade. Na gut, dann nehme ich das magische Geschoss mal hier. So. Und dann einfach nochmal. Und in der Zwischenzeit gehe ich noch mit mehr Schleuder drauf. Haben auch schön getroffen. Und jetzt am besten nochmal versuchen zu bezaubern. Ja. Ja. Okay, der arme Kerl. Naja. Wie lautet meine Aufgabe? So soll es. Jetzt ist er natürlich gelb. Dann hat er halt. Also das Gelb bedeutet, dass er Angst hat. Und dann wegrennt. Das heißt, ich werde einfach mal mit meinem Schwert versuchen. Aber ich treffe natürlich wieder mal nichts. Deswegen werde ich mal in dieser Folge, werde ich mal vielleicht mir doch das Bastardschwert besorgen und dann gegen das Katana austauschen. Weil ich habe ja, wie gesagt, die ganzen Fähigkeiten auf Katana gelegt. Und normalerweise würde ich es halt einfach so lassen. Ich weiß gar nicht, ob man den lesen muss. Aber ich werde mal wegen Let's Play und so zeigen und so, werde ich mal dann versuchen, das dann direkt jetzt hier auszutauschen. Und, ja, dann kann ich vielleicht mal ein bisschen zuschlagen, auch am Zu und mal treffen. Der hat ja, glaube ich, sogar eins gehabt. So ein Schwert. Ja, 3750. Okay, da müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal irgendwas verkaufen, so ein bisschen was hier. Oder vielleicht verkaufe ich meinen Zauberring. Weil es gibt ja nochmal einen zu finden in der Stadt. Ja, das könnte ich vielleicht machen. Ja. Das kann ich noch alles verkaufen. Kälteschutztrank kann ich auch verkaufen. Hügelriesenstärke kann ich auch mal verkaufen. Diese Stiefel kann ich noch anziehen. Das sind so Elektro.
Schutz. Aber ich denke, wir besorgen uns mal ein bisschen Kohle. Dann holen wir uns mal ein gutes Schwert und dann gehen wir ab ins Räuberlager. Das klingt doch nach einem guten Plan eigentlich. Und ich bin ja immer noch unsicher, wann ich umschulen soll, mein Charakter. Also da könnt ihr mir gerne mal, wenn ihr wollt, auch in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. So, hier ist auch das Kind, das, ja... Okay. Ach ja, hier ist noch Elminster. Ja, genau, alles klar. Gut. Hier in den Kisten liegt übrigens auch ein Bastardschwert plus 1 irgendwo rum. Aber dazu sollte man natürlich ein Dieb sein, und Schlösser öffnen können. Da ist natürlich alles verschlossen. Man kann zwar versuchen, als Kämpfer da aufzuhebeln, aber das wird auch nicht gehen. Nee. Probieren wir nochmal bei der Kiste hier. Nee, das geht nicht. Okay. Mit Stärke 19 vielleicht. Aber wir haben noch 18. Achso, kann... gerade mal überlegen, ob der... uns die Ringe identifizieren kann. Womit kann ich dienen? Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Nee, Ringe kann er nicht identifizieren. Die Stiefel aber vielleicht. Ja. Dann verkaufen wir die auch noch. Stiefel der Bodenhaftung. Ja. Stromwiderstand. Naja, braucht man nicht unbedingt. Hm, was hat er denn da sonst noch? Bastardschwert. Langschiff plus 1. Ja, nee, Bastardschwert ist teurer. Glaube ich, oder? Hat er gar nicht. Als plus 1 Schwert. Nee. Gut. Gut, 500 Goldmünzen brauchen wir noch. Das heißt, wir gehen dann halt doch schon mal direkt ins Räuberlager. Betrachtet es als erledigt. So, da ist das Räuberlager. Das ist, glaube ich, so nicht erreichbar, genau. Da müssen wir erst über den freundlichen Arm, müssen wir uns hier so einen kleinen Weg dann nach oben durchschlagen und dann können wir erst rein. Es gibt auch die Möglichkeit, auf zwei Karten hier quasi sich so ins Räuberlager reinzureden, also quasi so als Rekrut. Aber ich schließe mich keinen Banditen an, auch nicht, wenn es nur gespielt ist. Ich kämpfe mich da einfach durch. Ich bin ja auch Kämpfer. Ich treffe zwar meistens nichts, aber der Wille ist ja das, was zählt. So, jedenfalls gehe ich jetzt hier mal nach oben. Und dann erreiche ich noch eine andere Karte. Genau, hier die kleine und das Räuberlager. Und hier kann man auch eigentlich noch ein bisschen was machen. Das müssen wir mal später mal schauen. Hier gibt es nämlich noch einen Feuerstab zu finden. Das wäre natürlich sehr hilfreich, aber erstmal Magier wären. Den kann ich als Kämpfer nicht benutzen. Genau. Dann werde ich jetzt einfach mal ins Räuberlager gehen. Okay. So soll es sein. So, dann werde ich mal nach links oben gehen. Hier diesen Weg entlang. Und dann lass ich mal auf der Karte schauen hier. Genau, also hier oben, da müssen wir entlang. Wir sind ganz unten gelandet. Erstmal versuchen, so ein bisschen den Leuten da aus dem Weg zu gehen. So, und dann müsste ich jetzt ja hier langsam da sein. Ja. Genau, hier so. Dann werde ich mal versuchen, direkt so ein paar genau zu bezaubern. Wie immer. Genau, der ist schon mal auf unserer Seite. Der kann dann die anderen mal zu sich locken, genau. So, und dann werde ich nochmal versuchen, einmal die Schleuder einzusetzen.
Oh, na gut. Dann bezauber ich den nochmal. Jo. Das sieht schon mal gut aus. Aber ich treffe natürlich mal wie immer gar nichts. Ja, je. Gut. Dann halt nochmal hier. Ja, Rettungswurf geschafft. Dann nochmal kurz abhauen. Und dann probieren wir mal den hier. Jo. Das hat mal wieder geklappt. Und dann nochmal mit der Schleuder. Oh, und er trifft nix. Naja. Gut, immerhin, hier kann ich so ein paar Scalps mitnehmen. Die bringen immerhin 50 Goldmünzen. So, dann nehme ich hier den Mann noch mit. Gehen wir hier mal so links oben entlang. Ich kann hier auch mal reingucken. Aber meistens kann ich nicht hier alles rausholen, weil meistens alles verschlossen ist hier. Okay. So, dann werde ich doch noch mal einen bezaubern. So, und... ja, hier ist auch noch dieser, genau, Ardener Crush. Der ist natürlich ein bisschen stärker. Da muss ich einmal gucken. Ja, der ist schon stärker. Okay. Dann bezauber ich den einfach. Oh, der hat natürlich seinen Rettungswurf geschafft. Schon wieder. Und schon wieder. Aber jetzt hat er. Jetzt ist er erstmal auf unserer Seite. Könnte man hier nochmal gerade so reinschauen, was hier alles so ist. Hier ist gar nichts drin. Dann nehmen wir einfach nur die Scalps hier mit. Damit wir dann nach dem Räuberlager wenigstens mal unser Schwert mal holen können. Ja, dass das wenigstens mal irgendwas mal was wird hier. So, dann soll der ruhig mal vorgehen. Genau, dann soll der sich dem hier mal kämpfen. Sieht gut aus, ja. So. Hier ist auch noch ein Räuber. Oh, ja, der hat keinen Scalp dabei, okay. So. Dann geh mal. Okay, den bezauber ich einfach. Oh, gegen Pfeile ist er anscheinend nicht so gerüstet. Da hat er jetzt gerade ein bisschen was eingesteckt. Ja, verletzt ist er jetzt. Ah, jetzt ist er natürlich tot, schade. Ich wollte ihn eigentlich noch retten und mir die Erfahrungspunkte abholen. Okay. Wie lautet meine Aufgabe? Betrachtet es als so, mal sehen, schauen, was er noch also hat. Der hat noch ein bisschen Gold dabei. Sehr gut. Und da ist auch noch ein Skalp. Okay, so, dann muss der jetzt nochmal gegen den hier antreten. Ah, und der soll nicht auf mich schießen, da. Macht er aber einfach. Na gut. So, dann... ah, der hat natürlich einen Rettungswurf geschafft.
Ah, und das ist schon der hier. Okay, der ist natürlich sehr stark. Den muss ich mal aus dem Weg gehen. Da muss ich mal versuchen zu bezaubern. Ja, hatte ich Glück gehabt. Der hat nämlich normalerweise sehr gute Rettungswürfe immer. Was ist eigentlich noch hier in dem... Hier in den Säcken ist gar nichts drin. Das finde ich voll unfair. Ja, genau. Der kann auch ruhig mal ein paar Pfeile hier einstecken. In der Zeit holt er schon mal die ganzen Sachen hier raus. Genau. So. Nicht angreifen. So, wenn der schon so fast am Sterben ist. Na, immer noch nicht genug. Ich bin aufgestiegen. Cool. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Und das keine Sekunde zu spät, möchte ich hier mal anbringen. Weil hier vorne ist dann nämlich direkt das ja, Zelt, keine Ahnung, die Hütte, wo diese Räuberbosse drin sind. Und ich versuche jetzt hier, gerade mal, hier ist noch so ein... Genau, einer ist hier noch. Und noch so ein Nahkämpfer von denen. So, der kann auch ruhig mal dann kämpfen, wenn er schon da rumsteht irgendwie. Macht er nicht, ja. Komisch. Habe ich gerade einen eingesteckt? Nee. Achso, hier, der kann ja gegen den kämpfen vielleicht. Genau. Was ist er denn jetzt? Schwer verletzt. Vielleicht... hole ich mir mal gerade meinen... Habe ich hier nicht noch so einen... Genau, hier habe ich noch so einen... so identifizieren. Da habe ich nicht aufgepasst. Blöd. Na gut. Dann vielleicht mit der Schleuder probieren. So soll es sein. Also falls der dem Tod nahe ist. Genau, jetzt kann ich auch mal vielleicht versuchen, einfach hier mit der Geschosshalskette. Ja. Hat schon fast ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich nur noch einen Treffer landen. Oh je. Gut. Hat aber geklappt. So, hier glaube ich, hier rechts unten ist auch noch einer. Aber dann werde ich mich erstmal heilen. So ein bisschen jetzt. So. Und dann werde ich nochmal ganz schnell, gerade ganz in Ruhe, mal die Stufe erhöhen. Genau. Ich habe schon wieder 13 Trefferpunkte erhalten. Das ist ja merkwürdig jetzt. Aber natürlich beschwere ich mich da jetzt nicht. Okay. Und mein Angriffswurf, der wurde ein bisschen reduziert. Sehr schön. Und wenn ich jetzt noch das... also jetzt ist er ja bei 15. Und wenn ich jetzt noch das Katana hätte, dann wäre er ja irgendwo bei 10. Also dann würde ich auch echt gut mal was treffen. Deswegen denke ich mal, machen wir das jetzt mal fürs Let's Play so ein bisschen... Ja, so ein bisschen cheaten. Oh, oh. Okay, das ist mir jetzt doch zu viel. Da versuche ich gerade nochmal zu bezaubern. Aua. Okay, okay. Dann muss ich gerade nochmal hier weg. Okay, gut gemacht. Okay, so, dann gehe ich noch ein bisschen plündern, wenn wir jetzt hier schon mal im Räuberlager sind. Aber natürlich ist alles verschlossen. Sehr schade. Hier, der müsste ja eigentlich noch ein bisschen was dabei haben. Der hat noch so ein Fetz... Oh, der hat eine sehr gute Rüstung dabei. Da schaue ich gerade mal. Da komme ich hier auf minus 4 und dann noch einen Schutzring an. Minus 5 und... Dann noch ein verzaubertes Schild. Da komme ich auf minus 6. Das ist doch schon mal ganz gut. Das ist noch ein Feuer oder ein Trank. Genau, und so ein Trank der Lebenskraft. Okay. Nehmen wir alles mal mit. Ja.
Hier habe ich nur noch ein paar Kugeln leider. Und ich bin ziemlich mitgenommen. Ja, hier gibt es auch nichts mehr zu finden, glaube ich. Da müssten wir jetzt lieb. Ja, immerhin 100 Goldmünzen noch. Also können wir uns jetzt unser Schwert schon fast leisten, wenn wir hier noch ein bisschen was verkaufen. So, da würde ich sagen, muss ich mal rasten gerade noch. Einmal. Denke ich. Ich trinke schon mal so vorsorglich so ein paar Teiltränke. Dann werde ich noch einmal rasten. Genau, dann werde ich noch mal meinen Zauber hier verwenden. Dann könnte ich eigentlich noch mal rasten einfach. Ja, okay, keine... Also wenn man rastet, hat man halt immer die Gefahr, dass es so Zufallsbegegnungen gibt. Okay, aber jetzt so lasse ich mal. Ich werde mal speichern, falls wir hier jetzt direkt drauf gehen. So. Ja, genau, was kann ich denn eigentlich benutzen? Ich kann meinen Stab gar nicht benutzen hier, der magischen Geschosse. Und ansonsten habe ich auch nur meinen Bezauberungsmantel und halt einmal einen Feuerball könnte ich reinsetzen. Aber da ist noch so ein NPC halt drin. Den darf man halt nicht unbedingt töten. Deswegen gehen wir einfach jetzt mal rein. Drücken direkt mal Pause. Und dann versuche ich mal diesen Magier hier zu bezaubern. Und der wird jetzt mit einem reden hier, der Riemen. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen. Dann holt mich. Denn ich beabsichtige nicht umzudrehen. Und der hat seinen Rettungswurf geschafft anscheinend. Und ich bin fast tot. Deswegen gehe ich raus. Oh. Das war nicht gut von mir diesmal. Und diesmal folgen die alle. Das war auch nicht gut. Ich glaube, ich muss laden. Ich habe Glück gehabt nochmal. Kann ich noch einmal Heiltrank trinken? Und ich kann hier nicht wegflüchten. Nein. Oh, jetzt bin ich echt... Jetzt muss ich echt mal fliehen. So. Oh je. Gut, gut, gut. Nochmal Heiltrank trinken. Okay. Jetzt noch ein bisschen außerhalb von deren Sichtweite gehen. Und dann versuche ich den mal zu bezaubern. Weil der kann auch ein bisschen was austeilen und einstecken. Da hatte ich Glück gehabt. Okay. Tja, müssen wir leider jetzt über diesen Weg machen. Okay. Dann kann ich hier nochmal ein ganz kleines bisschen Leben zurückgewinnen. So, da hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Okay, und der muss sich um den Magier kümmern jetzt. Ja, was soll ich tun? So, hier gehen wir gerade mal gucken. Der hat noch ein bisschen Gold dabei und so einen Goldring. Okay. So, der Magier. Den könnte ich jetzt versuchen, einmal zu bezaubern. Aber, ja, der hat Odin-Waffe geschafft. Genau, habe ich gerade hier gelesen. Da müssen wir es nochmal versuchen. Der ist natürlich jetzt schnell besiegt. Ja, okay. Der kann sich selbst dann da angreifen. Okay. Da kann ich ja nochmal versuchen mit der Schleuder drauf. Aber okay, haben wir auch geschafft. Glück gehabt, dass wir hier noch treue Verbündete gefunden haben. So, halt, hallo? So. Oh, der hat natürlich Heiltränke dabei. Das kommt sehr wie gerufen gerade. So, dann werde ich den Ring, dann ziehe ich mal an hier den goldenen Ring. Hier sind noch so ein paar Schriftrollen hat er dabei. Da können wir, glaube ich, gerade gar nichts jetzt mitnehmen. Hab nur noch zwei Plätze frei, da muss ich mal schauen später. So, der ist dem Tode nahe. Da muss ich natürlich einfach jetzt mal feige sein oder sollte ich mal mutig sein? Ich bin mal mutig und gehe mit der Schleuder mal drauf, aber halt noch ein bisschen Abstand. Und habt mal Glück gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Sehr schön. Okay, Räuberskalb. Und 1200 Erfahrungspunkte. Dann sind wir ja schon doch schon wieder einen Schritt weiter auch zur nächsten Stufe, ja. Also noch 3000, nee, eigentlich nur 2000 circa noch. So, einer ist noch da hinten drin. Deswegen werde ich mal noch einen auf jeden Fall trinken, einen Heiltrank. Und dann gehe ich da rein. So, hier hinten müsste eigentlich noch einer stehen. Ja, da ist er. Okay.
Okay. Wie weit ist denn mal versuchen? Ah, hier kann ich keinen Feuerball, weil der hier ist eigentlich freundlich gesonnen. Ich könnte jetzt hier den Feuerball hinsetzen und hoffen, dass da was trifft. Oder ich gehe einfach mal mehr Schleuder drauf. Und treffe. Aber der trifft natürlich auch und der hat Giftpfeile dabei, deswegen gehe ich raus. Da kann ich nämlich da dann in Ruhe meinen Feuerball einsetzen. Genau, da ist er. Ist aber nur nicht treffen, mich. So, jetzt werde ich mal schnell hier den Feuerball hinsetzen. 10 Schadenspunkte immerhin. So, dann Heiltrank trinken. Dann zur nächsten Runde warten. Gerade mal schauen, wo er ist. Da ist er. Dann laufe ich gerade nochmal ein Stückchen weg. Und dann gibt es noch einmal einen Feuerball. Ist zwar jetzt teuer, aber... Okay, da habe ich nochmal ein paar... Was hat er jetzt? Schwer verletzt. Okay. Da hinten läuft er noch. So, und jetzt muss ich hier nochmal einen Feuerball. Und da habe ich es auch geschafft, okay. Man kann natürlich auch wagemutiger sein, aber ich versuche hier nicht unbedingt zu sterben. Deswegen versuche ich es immer halt so ein bisschen halt erstmal mit weglaufen. Manchmal hat man Glück und trifft auch mal da direkt so eine Verzauberung, dann sind die so ein bisschen abgelenkt, ja. Manchmal läuft es aber auch nicht so gut. Achso, ich kann ja auch hier übrigens die Tränke mal oben hier reinsetzen. Da habe ich ja auch noch ein bisschen mehr Platz dann wieder. Hier gibt es übrigens auch noch so eine Blitzfalle, wenn man hier die Kiste öffnet. Deswegen muss ich hier dann auch noch jetzt erstmal erstmal rasten und mich dann wieder heilen. Genau. So, dann speichere ich noch einmal ganz kurz, falls jetzt hier noch was schief geht. So, da rede ich mit ihm. So, der denkt jetzt natürlich, wir wollen ihn umbringen. Aber wir lassen ihn einfach mal laufen. Dafür sagt er uns, was er weiß. Und er weiß, dass wir in die Mantelwaldmine müssen und so weiter. Genau, dann sagt er noch die Verbindung zum Eisenthron. Der ist in Baldurs Tor. Daheim. Ah ja, hier ist noch ein Magie-Abwehrtrank. Das ist gut. So, jetzt muss ich aber hier... Ach, hier kann ich nicht ausruhen. Okay. Tja, dann muss ich hier nochmal rasten, wie immer. Hoppala. So, dann kann ich jetzt hier mich nochmal kurz heilen. Da müsst ihr eigentlich auch die Heilzauber automatisch einsetzen. Kann man ausprobieren. Nicht so richtig irgendwie. Ja, gut. Also wenn ich das hier aufmache, dann wird es auf jeden Fall wird so ein Blitz ausgelöst. Deswegen speichere ich hier noch einmal gerade. Wird so ein Blitz ausgelöst und den kann ich natürlich nicht entschärfen. So, und dann gehe ich direkt schon mal weg. Ja, ich wurde getroffen, aber hab's überlebt anscheinend. Oh, renn weg. Gut. Ja. So, dann kann man hier noch ein bisschen was einsammeln. Aber ich glaube, wir haben gar keinen Platz mehr. Eins haben wir noch frei. Und dann müssen wir jetzt gerade diesen einen Brief hier nehmen, den hier. Und dann gibt es eine Zwischensequenz. Molahe und Tazuk haben sich als bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsam Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss. Jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Genau. Gut, ich weiß es schon. Also es ist... Naja, gut. Lassen wir uns mal weiter überraschen. So, ich lege das gerade mal wieder zurück in die Kiste hier, den Brief, den brauchen wir nicht mehr. Und dann nehmen wir den hier mit und verkaufen den. Die Schriftrolle da. Was habe ich hier? Hier schon Silberring? Ich glaube, da bringt ja nicht so viel. Egal, jetzt. Ach. Okay, wir müssen uns ja nicht hier wegen jeder Goldmünze hier aufregen. So, ich denke... Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie lange ich aufnehme gerade, aber ich denke, ich werde jetzt mal nochmal zurück nach Birghaust gehen und werde mir dort dann das Bastard Schwert +1 holen und das dann austauschen
im Shadowkeeper, da muss ich halt aus dem Programm rausgehen. Muss dann mein Inventar bearbeiten. Weil ich denke, also ein Langschwert plus 1 ist günstiger als das Katana, aber ich denke Bastardschwert und Katana, das ist der gleiche Preis. Und deswegen ist es ja dann irgendwo halt fair. Das liegt ja halt jetzt nur daran, dass es im BG1 halt noch keinen Katana gab. Ja. Aber im BG2 gibt es so zwei. Es gibt zwei richtig gute Katanas und auf die habe ich es natürlich abgesehen. Und die passen auch genau zu meiner Kombination, ja, zu dem Kämpfer-Magier. Und deswegen, also hier ist natürlich alles noch ein bisschen schleppend, aber in BG2 wird alles ein bisschen, ja, schneller vorangehen auch, ja. Das kann ich schon mal auf jeden Fall definitiv so sagen. Okay. So, dann, also da, ich müsste eigentlich, glaube ich, darüber gehen. Zu dem erstmal. Achso, aber der kann. Ja, doch. Ah, ich war richtig. Ich muss ja erstmal so ein bisschen Zeug noch identifizieren. Dann verkaufe ich das. Und, ich denke, das mache ich mal. Einfach so jetzt, ohne dass ich die Kamera dabei laufen lasse. Also, ich gehe jetzt mal hier rein. Genau, also ich werde jetzt einfach mal hier mein Zeugs hier ein bisschen verkaufen, ein bisschen sortieren. Und dann melde ich mich an dieser Stelle hier wieder zurück. Und danach gehen wir dann ja in die Mantelwaldmine. Genau, dann macht's mal gut. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao.